Ja, Don Giovanni schon tausendmal inszeniert. Man sagt immer so schön, wenn es den nicht geben würde, müsste man ihn erfinden. Das ist eigentlich ein bisschen unser Ansatzpunkt. Diese Figur ist wirklich eine Art Erfindung. Uns kommt er immer vor wie so eine Art leere Hülle. Man weiß nicht genau alles, was er äußert und alle seine Aktionen, die man im Stück, die er von sich behauptet und die man sieht, kann man nicht überprüfen. Ja, man kann sagen, er hat einen Mantel und einen Degen und wenn man drunter schaut, unter dem Mantel, ist nichts da. Ästhetisch sind wir sehr inspiriert und spielen damit mit der Ästhetik vom barocken Volkstheater und spanischen Heiligendarstellung, wo auch diese Geschichte eigentlich herkommt. Diese barocke Theaterwelt wird nach und nach zerlegt. Also das wie Don Giovanni erscheint wie ein Letzter seiner Art, als Übriggebliebener einer Zeit, die ihm entschwindet und die ihm entgleitet und er taumelt seinem Untergang langsam, aber sicher entgegen. Das Stück ist geschrieben worden in einer Zeit des großen Epochenwandels. Ja, es herrscht so eine Art von haltloser Panik und zunehmender Hysterie, dass eine Epoche zu Ende geht und eine neue anfängt. Ja, das sind natürlich Zeiten, die es immer wieder gibt. Und ich empfinde das auch so, dass man heute in so einer Zeit lebt. Was ich sehr relevant finde für unsere Zeit, ist die Verführungskraft eines Eskapisten. Jemand, der alles kann und jede Frau rumkriegt, das gibt es schlichtweg nicht. Und das kann es nur in der Fantasie geben. Und dass jemand, der eben, der sich Traumwelten ausdenkt und sie als Wahrheit verkauft, dass das attraktiver ist als die schnöde Realität.